So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Und es geht mal wieder um Disney Dreamlight Valley. Es geht um News. Ich möchte euch hier nochmal auf ein Ereignis aufmerksam machen, nämlich Disney Dreamlight Valley. Es gibt einen kleinen Wettbewerb. Ich übersetze das hier mal, nämlich als verzaubertes Gewinnspiel. Ihr sollt eure bezaubernden Momente festhalten für Belle. Inspiriert durch die verzauberten Abenteuer-Update von Disney Dreamlight Valley, erstellen Sie ein Belle- oder Beast-inspiriertes Bild in Disney Dreamlight Valley. Also über Disney Dreamlight Valley ein Bild erstellen zum Thema Belle oder Beast. Das kann ganz einfach sein. Und dann bekommt man entweder die Mondsteine 20.000 plus die Rose, das ist die Nummer 1, oder 10 weitere bekommen dann eine Rosenskulptur, die Schöne und das Biest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Wieso können denn nicht die ersten 20 die Mondsteine bekommen und die nächsten 1000 bekommen dann hier die Rose? Ich meine, wir haben es jetzt hier nicht mit jemandem zu tun, der kein Geld hat. Ja, es haben gerade mal 293 Leute teilgenommen. Und das Ganze geht noch 10 Tage, also bis zum 20.10. Das Problem ist, ihr müsst Folgendes machen. Erstellen Sie ein Bild von Belle oder Beast mit Disney Dreamlight Valley, dem Tool. Entweder den Avatar-Tool oder den, der Kamera innerhalb des Spiels. Dann müssen wir den Hashtag Disney Dreamlight Valley also zusammen mit Enchanted Sweepstakes, also verzaubertes Gewinnspiel, machen. Das müssen wir also reinschreiben, erstellen diese zwei Hashtags. Dann müssen wir ein öffentliches Konto haben. Also es muss halt sehbar sein. Es nützt ja nichts, wenn du ein privates Konto hast, weil das kann ja dann nicht gesehen werden. Und das habe ich hier unten nicht verstanden über Gleam. Das heißt, ihr müsst hier unten reingehen. Das heißt, ihr müsst eingeloggt sein mit Twitter und bei Twitter funktioniert es nicht. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, kommt immer eine Fehlermeldung. Man muss sich einloggen in Twitter und dann muss man hier unten jetzt dann da drauf drücken. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das Bild fertig habt, müsst ihr euch entweder auf Instagram einloggen, auf Facebook oder auf Twitter. Und wenn ihr da eingeloggt seid, dann müsst ihr da draufklicken und dann passiert irgendwas. Ich kann es nicht machen, weil ich habe nur Twitter und Twitter kommt immer eine Fehlermeldung. Jetzt muss ich mal gucken, ich hatte irgendwo noch einen Instagram-Account, ob ich dann über Instagram ein paar Bilder mache. Und versucht das mal über Instagram reinzumachen. Werden wir gucken. Und dann könnt ihr eben hier die Mondsteine gewinnen. Die Mondsteine würde ich gerne gewinnen, wäre ein cooler Preis. Also, wer da mitmachen will, kann das machen. Und dann läuft das Ganze. Ihr könnt auch unter gleam.io gehen. Und dann gibt ihr halt einfach mal in die Suchleiste gleam.io und Enchanted Sweepstakes, so wie es hier steht, ein und dann kommt ihr auch auf die Seite von Gleam. So, wir gehen hier mal auf Reddit und gucken mal, was passiert denn so bei Reddit hier weiter. Ich habe hier nämlich noch was entdeckt. Jetzt muss ich mal gucken. Da gab es so einen entsprechenden hier Eintrag. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Hier schreibt jemand Rose Unveiled. Ich habe über 700 Stunden im Spiel und es heißt, dass es noch nicht einmal ein Gespräch begonnen habe. Ich habe wegen den Dreamlight-Aufgaben oder Starpath-Aufgaben viele Gespräche begonnen. Das gleiche gilt für Fischfang. Ich habe das erst nicht verstanden. Fortschritte beim Erfolgen werden nicht in Echtzeit verfolgt. Sie sind an bestimmten Disney-Aufgaben gebunden. Also anscheinend scheint es entweder hier, dass sie das hier meint. Oder das Gardening, das können wir uns ja mal anschauen. So, gehen wir hier mal rein in Disney Dreamlight Valley. Wo ist denn eigentlich Wally? Wally! Wally! Wo ist Wally? Wally ist hier. Wir wollen mit Wally zusammen sein und das Abenteuer bestehen. Aha! Apfel. Hier, es gibt ein Äpfelchen. Gut gemacht. Lucky will auch hier.
ein bisschen gestreichelt werden. Nein, es gibt nicht mehr. Wo ist Wally? Warum gibt es hier so viele Dornen und warum ist es hier so dunkel, dass man nichts sieht? Das ist ja absurd. Ich mach's mal so 13 Uhr. Jawohl, das ist nämlich viel heller. Wo ist er denn, der Bub? Wo ist Wally? Ah, Wally ist einkaufen. Er guckt immer, was gibt es Schönes. Gibt es denn schon was Neues? Bei Dagobert. Und ja, es gibt was Neues. Okay, die Vase habe ich schon, sei aber die... Sei gegrüßt, Nachbar. Sei gegrüßt, Nachbar. Können wir mal kaufen hier diese hässliche... Also hier, Tapeten sind furchtbar vom... Weiß nicht, wer das designt hat. Den habe ich schon hier. Den habe ich auch schon. Den Tisch habe ich auch schon. Den Teppich habe ich auch schon. Das habe ich... Was soll denn das sein? Hallo! Aha. Minimalistische, niedrige Couch. Hey. Okay, schön, danke schön. 23.000, hier ist halt immer gar nichts. Wo ist Wally? Ich habe Wally nicht gesehen. Wally! Naja. Ach, er ist wieder daheim. Er wartet sicherlich schon auf mich. Hallo Goofy, guten Morgen! Wie geht's dir? Goofy ist immer gut drauf. Hier! Wally, mitkommen. Dankeschön. Mitkommen. Abhängen. Spaß haben. Man kommt hier fast nicht durch. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, um was geht's? Es geht darum, dass Erfolge nicht richtig angezeigt werden. Wir gehen mal hierher, da schön hell. Komm, Wally, wie geht's dir? Du freust dich schon. Wir speichern mal schnell hier ab hier. Ja, sehr schön, sehr schön. So, es geht also zum Beispiel um die Erfolge hier anscheinend. Da hatte ich eigentlich nicht so die Probleme, weil das wird schon alles richtig angezeigt. Füttere ein Krokodil mit ihrer Lieblingsspeise. Das glaube ich nicht, das sind. Das ist zum Beispiel falsch. Ich habe Krokodile oft gefüttert. Ob das jetzt die Lieblingsspeise ist, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Waschbären. Gartenarbeit haben wir durch. Fange Fische. Oh mein Gott. Ah, Fischen ist nicht so meins. Kochen. Kochen schon. Und dann gibt es noch was anderes. Es gibt nämlich auch in Disney Dreamlight Valley auf Steam Erfolge. Und das kann also durchaus sein, dass hier diese Erfolge manchmal nicht richtig angezeigt werden. Verteile 540 Geschenke. Koche 900 Gerichte plus 6 Stück. Was fehlt denn noch? Angeln. Ich muss. Seht ihr, das hier zum Beispiel ist bei mir auch falsch. Weil da anstehende Errungenschaften, weil ich habe ganz bestimmt geangelt. Aber halt nicht 1000, also das 1800 Mal nicht. Das wird nicht angezeigt. Was sind denn globale Errungenschaften? Goofy Investor, schalte alle Stände frei. Haben 36% haben das nur gemacht. Ehrlich? Bauunternehmer. 8% haben nur 900 Mal gekocht. Ja, das mit dem Fischen ist, scheint ja gar nicht zu funktionieren. Dornen haben nur 3000 Dornen beseitigt, haben nur 2% gemacht. Ja, da bin ich dann wirklich einer, der sehr viel macht. 16% haben aber Gemüse angebaut. Und das schau mal, 20% haben über 1,8 Millionen Sternenmünzen. Okay, was ist denn das meiste? Schalte alle Stände von Goofy frei. Aber immerhin nur 36% haben das gemacht. Das ist ja absurd. Mir fehlt also für die 1000 Gespräche. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Und das Angeln scheint nicht zu funktionieren. Aber 2,6% schaffen es komischerweise. Merkwürdig. Naja, müssen wir mal gucken. Oder zählt der das erst, wenn es geschafft ist? Das kann natürlich auch sein. Ja. Ach, hier unten, na?
Ja, aber er zählt ja nicht. Das Angeln zählt da nicht. Das Plaudern schon, komisch. Naja, das ist also mit diesem Eintrag gemeint. Und das scheint also hier auch irgendwie der Fall zu sein. Ich gehe nochmal hier rein, weil jemand hier schreibt, hier, ne, Angeln 0. Und der hat Probleme mit, auch mit den Dailies. Das wird hier nicht gezählt. Das scheint also tatsächlich wirklich so zu sein, dass es für Disney Dreamlight Valley, für Gameloft, Pixar und Disney technische Probleme gibt. Die kriegen das einfach nicht gebacken. Das Spiel, ich meine, gut, es ist eine Beta, alles klar, aber die Beta läuft ja auch schon, ja. Und ich meine, Disney ist jetzt nicht, ist kein armer Verein, ja, die haben Geld. Das ist was anderes, wenn ich jemanden habe, eine Firma, die wenig Geld hat. Wenn Sie diese Aufgaben erledigen, wird Ihnen irgendwann angezeigt, dass Sie einen Teil der Aufgaben abgeschlossen haben. Die Erfolge für Dreamlight Valley sind an die Erfüllung dieser Dreamlight-Aufgaben und an die Plattform gebunden, auf der die Aufgabe für Dreamlight eingelöst wurde. Ja, das weiß ich, habe ich auch schon gelesen. Das heißt, wenn Leute auf unterschiedlichen Plattformen spielen, also ich spiele ja nur auf dem PC, aber es gibt ja auch Leute, die spielen noch auf anderen, hier Switch oder sonst irgendwas, dann wird das nicht gezählt, wenn du da unterschiedliche Plattformen hast. Das ist doof. Na, das ist doof. Naja, okay. Interessant. Dekorieren sonst noch jemand sein Tal religiös? Ich glaube, das haben sie hier bloß falsch übersetzt. Ich habe nie ein vollständig fertiggestelltes Tal, weil ich es ständig ändern muss. Also, ich habe mir das ja durchgelesen. Ja, viele sind da halt ein bisschen wechselhaft. Die machen mal dies, die machen mal das. Ich habe mein Tal versucht so einzurichten oder zu bauen, dass ich, wenn ich durch das Tal laufe, dass ich immer ein schön dekoriertes Tal habe. Auch wenn jetzt das jetzt nicht so super toll ist wie bei den anderen YouTubern, die ja teilweise heftig umgebaut haben. Wenn die dann aber zum Beispiel an den Strand gehen, da gibt es einen YouTuber aus Amerika, der hat alles toll eingerichtet, aber wenn man dann auf den Strand oder in die eisigen Höhen geht, dann, dann schaut es da furchtbar aus. Da hat er dann nichts gemacht. Ich habe also versucht, alle Biome entsprechend so einzurichten, dass es gut ausschaut. Und am besten gelungen ist mir tatsächlich hier der Teil hier. Und mit der guten Fee, das ist mir sehr gut gelungen. Wald der Tapferkeit und das, da bin ich auch stolz drauf. Und ich baue dann eigentlich nicht immer wieder um. Das möchte ich nicht. Das ist mir jetzt hier oben passiert in den eisigen Höhen. Das muss ich tatsächlich zugeben. Da ist es mir so passiert, dass ich, dass das nicht gepasst hat irgendwie. Als dann Vanellope reingekommen ist, habe ich versucht, das hier zu errichten für sie. Aber es hat nicht gepasst. Vanellope wurde jetzt tatsächlich hier. Wirklich ins Verzauberte. Es ist jetzt das vergessene Land. Das einzige, was ich jetzt noch dann live umbauen werde. Weil das habt ihr ja gesehen. Das habe ich ja auch, ich glaube, im Livestream gemacht. Ich weiß es nicht mehr, wo ich es gemacht habe. Das habe ich jetzt komplett nochmal freigesetzt. Und da werden wir dann auch Videos aufnehmen, wie wir das umbauen werden. Denn das ist komplett leer. Und da ich keinen Platz mehr habe, musste ich dann Vanellope hier ins Asyl sozusagen schicken, weil ich einfach keinen Platz habe. Da habe ich die zwei halt jetzt mal hier sozusagen ins Asyl hier geschickt und habe mal hier die zwei Häuser so hergestellt. Und dann können wir... seht ihr das? Die haben einen Filter drüber gelegt über dieses vergessene Land. Und das vergessene Land schaut so cool aus, wenn dieser blöde Filter nicht wäre. Na, seht ihr das? Das schaut immer alles so dunkel aus. Und ich habe gedacht, dass die das irgendwann mal wegmachen. Weil dann hätten wir hier ein schönes, helles Tal. Und es ist halt hier immer alles so dunkel. Und du siehst halt immer alles so schlecht. Okay, naja, das soll halt so sein. Das werde ich jetzt noch umbauen.
Das werde ich jetzt noch umbauen. Gemeinsam als Video machen wir das als Videoprojekt. Ja, und da steht ja auch, der Strand war auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Das stimmt. Und ich baue es langsam aus, hat sie da geschrieben. Wenn mir das, was ich hinzugefügt habe, nicht gefällt, ändere ich es, bis es mir gefällt. Wenn ich es mal gefunden habe, was mir gefällt, werde ich es auch nicht mehr ändern, richtig. Weil sonst ist es ja Wahnsinn, sonst wirst du nie fertig. Und es kommt ja immer wieder mal was Neues rein, sodass man sagen kann, ja, okay. Ja, ich hoffe, dass mal wieder neue Biome reinkommen. So, Ladies and Gentlemen, es waren schon wieder viele Neuigkeiten. Gerade mit dieser Statistik, dass die nicht stimmt, ist ärgerlich. Gerade auf Steam. Oder überhaupt, die sollten schon richtig sein. Aber gut, so ist es halt. Okay, Dankeschön. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Ja, lasst ein Like, lasst gerne ein Abo da, dass wir vielleicht noch die 740 Abonnenten schaffen. 3 Stück Abonnenten, das wäre cool, wenn wir dazu bekommen würden. Dann bedanke ich mich und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Nils. Ciao! Danke fürs Zuschauen.